Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Part Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Ich sag mir jetzt nicht, ich muss den ersten Teil von 4-3 nochmal machen. Die wollen mich doch echt für blöd verkaufen, oder? Machen wir da schnell noch mal, ne? Ich habe jetzt, by the way, vor, die Mario plus Rabbids Parts kürzer zu halten, ne? Einfach damit nicht zu viel Frust aufkommt in den Aufnahmen. Weil der Frustfaktor aktuell ist sehr hoch. Wenn ich sehr hoch sage, meine ich auch sehr hoch. Ja, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wartet, ja, okay, der normale Schuss reicht schon aus. Okay, der verdient einen Schuss in die Fresse. Muss ein Hopster sein, oder? Gegnerischer Zug. Beschleunigen wir mal. Das hast du so verdient? Alter, was zum Teufel? Keine anderen Gegner, die ich noch treffen kann, Alter. So. Machen wir mal das. Ist deren Schutzschild schon mal gebrochen? Und ist deine schon mal safe tot? Stirb, Dorfser. Komm, verstecken wir uns hinter diesen Blöcken. Taktikkamera, wer ist denn so hier? Ich glaube, das sind nur Grobian. Ja. Oh fuck, da ist ja auch einer. Bewegen die sich schon in der ersten Runde? Ja. So, Mario ist
befreit. Komm, Sprung. Fuck. Ne? Vor allem die ganze Zeit kriege ich Sprung, wenn ich es da mal brauche. Ja, kein Kommentar dazu. Ich spiel mal die Heilung, ne? Ist halt nervig, weil wir das alles schon gemacht haben, ne? Ich wusste aber auch tatsächlich nicht, dass wir hier sind, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, ne? Habe ich gar nicht bemerkt. Alter, dieser Hochsitzbonus, das ist mega, ne? Komm. Machen wir es so. Hier kommen. Der macht immer noch mehr Schaden als der Stampfer. Frage ist eigentlich irgendwer anders aktuell auf dem Feld so? Nein. Friss dem hier. Komm mal so. Ohne Scheiß, der Kampf sieht wirklich sehr gut aus. Fuck, ich wollte nicht Eierschall aktivieren, aber ist nicht so schlimm. Warte, die spawnen erst jetzt und es sind. Beides Grobian, okay. Fuck, da kann man jetzt nicht wirklich flüchten. Ich hätte aber schon den Schild mit Rabbit Peach machen können. Stoß. So, haben wir auf dem. Mit der ist jetzt so mein Opfer. Oh cool, wir können ihn mit einem Dash rausnehmen. Da machen wir das auch. Ja, das haben wir relativ gut gemacht, ausnahmsweise. Das hat, denke ich, einen Schluck Sprudel verdient. Ich glaube, das ist schon scheiße, ne? Wir waren soweit schon. Mussten das jetzt nochmal machen. Aber hey, wenigstens ging es schnell. Und einwandfrei. No.
Das ist das Positive dran, wenn man keine 5 Minuten vorher noch Fire Emblem Fates gespielt hat. Na. Aber wann. Ich glaube, das war wegen so einem richtig blöden Rätsel so. Weil, seht ihr, die Truhen, die bleiben gespeichert, ne? Aber die Kämpfe, die muss ich nochmal machen. Ja, hier war ein blauer Schalter. Ja. Ja, stimmt, hier waren wir schon, aber hier habe ich den Text geskippt, ne? Glaube ich. Wie es aussieht, ist uns der Weg versperrt. Diese farbigen Podeste scheinen mit den Plattformen gleicher Farbe verbunden zu sein. Podeste sind normalerweise dazu da, um etwas aufzustellen. Wir sollten verschiedene Kombinationen ausprobieren, um zu sehen, was passiert. Ja, das denke ich auch, Bipo. Jetzt brauchen wir erstmal was, um das draufzustellen. Brauchen wir irgendwo eine Statue? So, Podeste sehe ich eine Menge, ne? Aber keine Figuren, die ich nehmen kann. Irgendwer füttert diesen Kettenhund mit Keksen in Rabbit-Form. Der denkt jetzt vermutlich, die schmecken alle wie Mürbegebäck. Was ist Mürbegebäck? Also keine Ahnung, was das ist, so. Aber hey, hört sich an wie Scheiße. Wenn es mit Rabbit zu tun hat, ne? Ah, hier kommen wir hoch. Und wo soll ich jetzt, oder wartet, da hinten ist eine Röhre, komm ich in die rein? Nein, hä? WTF? Was zum Teufel muss ich hier machen? Was macht die Röhre hier? Man kann sich doch noch nicht hinstellen, ne? Ich meine, ich kann jetzt auch nicht sehen, was da unten ist durch die Kamera, ne? Aber das sieht aus wie nix. Hier rein komme ich erst, wenn da was auf dem Roten steht, nehme ich mal an. Und hier nach unten, wie komme ich da nach unten? Warte, in die Röhre komme ich, oder? Mein Gott. Ja super, jetzt komme ich hier nicht mehr hin. Grün. Okay, mit Grün komme ich schon mal an den Heilpilz ran. Oder? Nein, eben nicht. Also ich denke, den sollten wir mal auf Rot schieben, machen. Mal schauen wir noch, was bei Blau so kommt. Ich denke, Blau ist eine schlechte Idee aktuell. Wir sollten so erst in Rot machen. Okay, so kommen wir auch an die eine Röhre ran. Das verstehe ich. Kommen wir hier rüber. Jetzt können wir grün machen, nehme ich mal an. Ja. Das Ding ist halt grün. So, auf jeden Fall denke ich, dass wir jetzt rot halt wegmachen müssen und den auf gelb machen. Also. Auf Blau. Nee.
Tier das irgendwie mischt. Was machen wir den wieder auf Rot? Ein Hund, die andere Statue wieder. Ich habe das Gefühl, die brauchen wir nicht da. Ich habe das Gefühl, die brauchen wir hier bei Blau. Ja, aber jetzt brauche ich eine dritte Statue. Wenn ich es bei Gelb mache, ne, dann ist mir ja der Weg versperrt. Oder? Ja, ich komme links hin. Hä? Was zum Teufel? Alter, das Rätsel überfordert mich. Können wir jetzt vielleicht was mit Rot machen hier, mit dem hier? Muss ich mal schauen. Hier geht's nach unten. Warte mal, machen wir mal kurz Blau. Ich habe gesehen, hier ist eine Statue. Und an die kommen wir nur so. Hauptsächlich wegen dem Pilz. Also ich nehme an, Gelb ist so als letztes halt. Oder Rot. Oder? Ich muss ja auch den hier jetzt wegmachen und dem dahin. Ja! Nice. Haben wir es doch relativ zügig geschafft. Hat ja nur fast 10 Minuten gedauert, ne? Hätte mehr sein können. Nächster Kampf und sagt mir, dass es der letzte ist. Ja, erreicht das Gebiet. Es ist eine Gerade. Okay, gerade nicht ganz, aber ist es mit Verteidigern? Mensch, Luigi wäre jetzt so geil, ne? Ja, das ist das erste Mal in diesem Let's Play, dass ich sage, dass Luigi nützlich ist. Schön, dass ich gerade durch diesen Verteidiger sehen konnte, ne? Aber Stein ist richtig gut. Ich glaube, Stein heißt, dass er nichts machen kann, ne? Gegnerischer Zug. Ich habe halt gar nicht gesehen, wie viel Schaden er gemacht hat. Oh, wartet, das sind ja auch Gegner. Das sind aber anscheinend nur Ziggis. Ne, das sind Cookie-Boos.
Der Verteidiger ist richtig scheiße platziert. Komm, killen wir den, der macht dann Ruhe. Na komm, Quit. Ja, Mann. So muss das sein. Ich predikte die Crits, Alter. Komm, Heilung. Ich habe den Cooldown ja schon richtig krass gemacht, ne? Ich habe das Gefühl, dass der hier gerade so. Schlimmste ist aber, die haben nur Tinte, ne? Alter, die waren ja in Welt 3 schlimmer. Was hatten die in Welt 3 nochmal? Genau! Es war Sprung. Das, wo mich alle 2 Sekunden aus der Stage gestoßen hat. Oder war Stoß, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das 100-mal angenehmer. Als irgend so eine Kacke. Hey, wir können hier jetzt alle 3 treffen, ne? Aber wirklich bisher, muss schon sagen, enttäuscht mich die Welt. Von der Schwierigkeit her, ne? Aber ich weiß schon, dass es noch abgehen wird. Jetzt kommen neue Gegner nach, Alter. Die Cookie Boost, die bleiben alle da hinten, ne? Danke fürs nach vorne bringen, by the way. Alter, was war denn das für ein Baby-Scheiße, ganz ehrlich? Wir hatten 7 Züge Zeit dafür und haben es in 4 geschafft. Sorry Ubisoft, aber da habt ihr bei der Kreativität schon ein bisschen nachgelassen, Welt 4, ne? Und auch in der Schwierigkeit, ne? Naja, okay, ganz ehrlich, ich sollte öfter vor den Aufnahmen Fire Emblem spielen, ne? Alter. Auf jeden Fall gibt es geil viele Punkte für den Skilltree. Stampfradius erhöhen oder warten wir für den Stampfschaden? Ich glaube, ich warte für den Stampfschaden tatsächlich. Bei dir, bei unserer ultimativen Heilerin, könnte ich noch den Heilradius erhöhen, aber komm, für die Heilung haben wir aktuell genug getan, finde ich. Bei ihr habe ich keine Ahnung, was ich mache. Ich warte vielleicht noch für den Rasereischaden. Mal Luigi, du bist ein hoffnungsloser Fall. Aber bei dir machen wir was für den Leichtfuß. Ich gebe ja schon zu, du kannst nötig sein, Luigi. Wenn du nur willst, ne? Okay, was erhöhen wir? Ich glaube, Rasereischaden auf Max. Ja, komm mal. Bei dir, Rabbit Yoshi.
Ach komm, Hochsitzbonus auf Max. Komm, mach mal noch goldene Treffer. Ich würde gerne deine Eierschale cooldown. Ist aber auch krass, die Eierschale, ne? Ich will die ganze Zeit ZL drücken, um die Karte zu sehen, weil ich immer noch denke, ich spiele hier Okami AD. Aber nein, tue ich nicht. Wie hier die ganze Zeit die Karte aufrufen, Alter. Vor allem die Kamera ist mega scheiße. Okay, hier geht's zu 3-4. Und hier. Weil sie sollen sagen, dass sie sich einen Quick Pass gekauft haben, damit sie die Fahrt immer und immer wieder mitmachen können. Beep. Weißt du, Rabbits sind richtige Idioten. Okay, im Räderwerk. Ja, wir sind auch schon wieder kurz vom Zwischenboss. Also Kämpfe werden wir hier keine mehr machen, weil wie gesagt, das ist alles nur eine Vorschau auf das, was noch kommt so im nächsten Part. Wer weiß, vielleicht kommt ja schon im nächsten Part der Zwischenboss. Yay! Aber ganz einfach mal, dass wir den nächsten Part sowieso nochmal machen muss, ne? Ich muss sagen, dass es hier Schmiedo gibt. Wirklich anscheinend. Ja, okay, hier gibt es auch Schlacht in der Schmiede. Auf jeden Fall, Leute, das was für diesen Part. Markus Rabbids Kingdom Battle. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt den Daumen nach oben. Das kostenlose Abo da und aktiviert die Glocke. Ne? Folgt mir auf Twitter und so weiter und so fort. Ne? Auf jeden Fall, ja, im nächsten Part kommt vielleicht schon der Zwischenboss. Mit 3-5. Ne? Wollen wir mal sehen, ob wir so weit kommen. Auf jeden Fall, das war's. Tschüss. Tschüss.